Ja, lieber Thomas, herzlichen Dank für die Einführung und für die Hinführung zu dem Thema. Alle Macht geht vom Volke aus, so steht's im BRD-Grundgesetz. Und die Pünktchen, Pünktchen, ach wirklich, sollen einfach mal so ein bisschen dahinter schauen, wie das vielleicht in Wirklichkeit aussieht. Ich will mit drei Zitaten von historischen Persönlichkeiten beginnen, denen wir zum Teil heute schon begegnet sind und das Thema auch heute schon Gegenstand gewesen ist. Erstes Zitat, Thomas Jefferson, US-Präsident: Wenn das amerikanische Volk jemals privaten Banken erlaubt, die Kontrolle über ihre Währung zu übernehmen, werden die Banken und Konzerne zuerst durch Inflation, dann durch Deflation den Menschen ihr Eigentum nehmen, bis ihre Kinder obdachlos auf dem Kontinent, den ihre Väter eroberten, aufwachen. 1787, sehr prophetisch, dieses auf dem Kontinent, den ihre Väter eroberten, obdachlos aufwachen. Das haben inzwischen etwa 50 Millionen Amerikaner, die in Zeltstätten, in Wohnwägen oder komplett unter freiem Himmel leben, also obdachlos geworden sind durch ein Geld- und ein Finanzsystem. Wie gesagt, 1787, und die Kopplung, die interessant ist, wenn ein Staat die Macht an die Banken, die Geldmacht an die Banken abgibt. Ein zweiter amerikanischer Präsident befasste sich ebenfalls mit diesem Thema. Zitat: In Friedenszeiten schlägt die Geldmacht Beute aus der Nation und in Zeiten der Feindseligkeiten konspiriert sie gegen sie. Sie verleumdet alle jene als Volksfeinde, die ihre Methoden in Frage stellen und Licht auf ihre Verbrecher werfen. Und die Geldmacht des Landes wird danach streben, ihre Herrschaft zu verlängern, indem sie die Vorurteile des Volkes ausspielt, bis der Reichtum in den Händen von wenigen angehäuft und die Republik vernichtet ist. Zitat Ende. Abraham Lincoln, er hat das gesagt, genau 5 Monate vor seiner Ermordung im Jahre 1865. Also auch hier die Verbindung zwischen der Bedeutung des großen Geldes und der politischen Macht und der politischen Herrschaft. Also erste Befunde, erste Indizien, wer von wem die Macht wirklich ausgeht. Und ein für die politische Szene in diesem Bereich völlig unverdächtiger mag als letztes Zitat, nämlich dass die Instrumentalisierung und den Weg dorthin dienen. Zitat: Die Bourgeoisie hat durch die Ausbeutung des Weltmarkts und die Produktion und Konsumtion aller Länder globalisiert. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten. Zitat Ende. Das war von Karl Marx aus dem Kommunistischen Manifest. Und man fragt sich heute, wenn man die zum Teil linke Kritik oder linksliberale Kritik an den Montagsdemonstrationen, den Mahnwachen sich ansieht, wo ja dieses Thema Geldmacht, Globalisierung, NWO angesprochen und ausgesprochen wird. Wo bleibt eigentlich die marxistische Kritik? Haben die ihren Marx nicht mehr gelesen? Kennen die das Kommunistische Manifest nicht? Da sind diese Dinge angesprochen und kritisiert worden, aber offensichtlich in diesen Kreisen heute aus politischer Korrektheit schon wieder komplett vergessen. Letzter Hinweis, eine sehr interessante Recherche, die vor ganz kurzem veröffentlicht wurde von einem sehr mutigen Freund und amerikanischen Journalisten, William Engdahl, der in Deutschland lebt. Und er hat mal hinter, wir haben das Thema Fett heute schon angesprochen, hinter diese Strukturen geschaut und der ist der Frage nachgegangen, gibt es da möglicherweise noch eine Organisation, die diese Dinge klammert und zusammenhält. Und er hat eine Gesellschaft ausfindig gemacht, in der seit über 80 Jahren die mächtigsten Namen der Hochfinanz vereinigt sind. Die läuft unter dem
natürlich haben wir das alle nicht gelesen, es sei denn, man ist im Internet unterwegs, im Mainstream erfährt man sowas natürlich nicht. Unter diesem, dieser Club ist unter dem griechischen Namen Kappa Beta Phi zu finden. Und da findet sich jetzt nicht nur der gesamte Bereich der FED, sondern eben auch BlackRock, die ja nicht zur FED gehört, oder Bloomberg Financial News und andere, also die gesamte geballte Hochfinanz. Sie ist dieser Gruppe, dieser Club, Kappa Beta Pi, ist nach dem Börsenkrach 1929 an der Wall Street gegründet worden, mit dem erklärten Ziel, den Geist der guten alten Zeit von 28-29 lebendig zu erhalten. Wörtliches Zitat: Der gute alte Geist, das ist der Schwarze Freitag von 1929, also ein gesteuerter, manipulierter Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems, ausgehend von den USA, mit dem Ziel, eben diese Umverteilung von der Masse der Menschen auf immer weniger zu organisieren. Und dieser gute alte Geist wird doch seit 80 Jahren hochgehalten. Also, wenn man die Frage sich stellt, alle Macht geht vom Volke aus, haben wir heute einerseits einen Befund, dass dieses wirtschaftliche, dass dieses kapitalistische System in einer ganz entscheidenden, schweren Krise, das ist nicht nur 2008 deutlich geworden, sondern diese Krise ist ja eine permanente Krise. Sie ist gekennzeichnet durch ein System von Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur. Ich sage mal so ein Stichwort: Wachstumswahn und auch Planetenverbrauch, Plastic Planets und solche Stichworte, die einem hierzu einfallen. Wir haben auf der anderen Seite, um diese ganzen Krisen letztendlich auch handeln zu können, wie Lenin das so schön gesagt hat, den Imperialismus als höchste Stufe des Kapitalismus. Also es sind permanent, um diese Wirtschaftskrise als Wirtschaftskrise so am Köcheln zu halten, dass die Umverteilung zwar weiter stattfindet, aber das System nicht kollabiert, sind Kriege nötig. Und da sind wir seit Jahrzehnten kräftig dabei. Es ist in der Weltgeschichte noch nie so viel Krieg geführt worden wie nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem bekannten Ziel, dass kriegerischer Imperialismus und solche Dinge der Vergangenheit angehören sollten. Wir haben weiterhin ein Wirtschafts- und Finanzsystem, auch da kann ich im Detail nicht eingehen, wo Gier und Zins als eine Doppeleinheit ein Markenzeichen sind. Goldman Sachs hat ihr politisches oder ihr ökonomisches Ziel, long-term greedy, langfristig gierig zu sein, als Firmenphilosophie mal formuliert. Der Zins als das zentrale Übel gehört natürlich dazu und erzwingt eben einerseits das Thema Wachstum, andererseits eben aus dem Thema Wachstum auch das Thema der Notwendigkeit kriegerischer Auseinandersetzung. Und wir haben unter diesem ökonomischen Herrschaftsdach ein politisches Fundament, ein Parteiensystem und gleichgeschaltete Medien, die ganz erstaunliche Auswüchse haben. Das wird so ein bisschen auch im Folgenden, ein paar Beispiele habe ich da mitgebracht, was in den Medien in diese Richtung so passiert. Und von der Reihenfolge, wie gesagt, ist das Geld das, was auf Platz 1 steht, dann kommen die Medien und dann kommt letztendlich das ausführende Parteiensystem. Ich will ein Beispiel, wo es gar nicht um das Thema vordergründig, um das Thema Manipulation geht, als ersten Clip zeigen. Das sind zwei Ausschnitte aus zwei Unterhaltungsserien. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum bringt der jetzt hier einen Tatort und einen Film aus dem ZDF mit, einem Spielfilm. Das Spannende an diesen beiden Beispielen ist einerseits die Jahreszahl. Diese Filme stammen aus dem Jahre 2004 und der Tatort sogar aus dem Jahre 2001. Und in beiden Filmen 2001 und 2004 treten Personen auf, die politisch relevant werden ein knappes Jahrzehnt später.
Das heißt, die Frage, die man sich stellt, wer hat eigentlich dafür Sorge getragen, dass im Jahre 2001 und im Jahre 2004 Personen, die dann als Angstfiguren eines neonazistischen Gespenstes in der BRD durch die Medien gejagt werden. Beide haben sich Gott sei Dank gegenseitig erschossen, sodass also hier der eine heißt auch noch Mundlos, in der Tat dann auch dieses Opfer auch wirklich mundlos ist. Es sind also sogenannte Terroristen. Wer führt im Jahre 2001 Regie, dass solche Personen dort in Unterhaltungsfilmen auftreten? Das ist eine spannende Frage, die unbeantwortet ist, aber natürlich ein... Schauen wir uns einfach mal an. Ich glaub's ja nicht. Der tote Bundeswehrsoldat hatte Kontakte zur RIG. RIG? Radikal-islamistische Gruppierung. Ja, mit Hauptsitz in Kairo und Zellen in ganz Europa. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch diese Claudia Schöneberger. Hier ist der Name gefälscht, das Geburtsdatum stimmt, der Geburtsort stimmt. Bei dem zweiten geht man, ist man noch dreister, da ist sogar der Name echt und die restlichen Daten sind echt. Also Personenschutz und solche Sachen, also muss man sich lang nicht mit aufhalten. Das ist dann das Fahndungsfoto des BKA, mit dem dann, wie gesagt, ein Jahrzehnt die drei gesucht werden. Die beiden Männer sind tot das ist, wie gesagt, das Material ist vom BKA. Jetzt sind wir im Tatort. Sie und die Kripo sind doch. Hier, der sitzt wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und so weiter. Wird therapiert, angeblich erfolgreich. Ein Jahr später erwürgte ein Mädchen. Auch hier Namen, Geburtsdatum, alles komplett unverändert. Und wenn man dann beim ZDF anfragt, was es denn da für Hintergründe hat und diesen Clip zur Information ins Netz stellt, dann wird hier seitens des ZDF Urheberrecht reklamiert, was natürlich im Zeitalter von Internet eine Lachnummer ist und völlig vergeblich ist, weil das natürlich inzwischen so oft runtergeladen wurde, dass dazu keine Möglichkeit mehr bestand, das zu verhindern. Also ich stelle einfach mal die Frage, wer führt hier ein Jahrzehnt, bevor ein solches Gespenst aufgebaut und durch die Republik gejagt wird, an und für sich bei einem solchen Thema Regie. Hier wird ja ganz offensichtlich sehr langfristig auch mit Personen und mit Schicksalen gearbeitet und operiert. Ich bin immer noch bei dem Thema, oder wir bleiben bei dem Thema, wie es mit der Machtstruktur, den Machtverhältnissen aussieht. Ein ganz interessanter Nebenaspekt bei diesem Thema war, als sich der Bundesbankpräsident, der Präsident der Deutschen Bank, Josef Ackermann, zu seinem Geburtstag die Geburtstagsfeier ins Kanzleramt bestellte. Also schon ein bemerkenswerter Umstand, dass eine Einzelperson aus der Finanzwelt seinen 60. Mit Kanzlerin oder Kanzlerin-Darstellerin feiern kann. Es hat dann eines Gerichtsurteils bedurft, um die Teilnehmerliste dort rauszuklagen und in Erfahrung zu bringen, für was also hier Steuergelder ausgegeben werden. Und bei der Begründung, das ist interessant, warum denn das stattgefunden hat, war seine Rolle natürlich in Positionierung der Deutschen Bank auf den internationalen Finanzmärkten und so weiter und insbesondere was das Investmentbanking angeht. Also er ist belobigt worden, beziehungsweise man hat diese Feier gemacht vor dem Hintergrund genau das des Banksystems, was uns jetzt gerade vor die Wand fährt und die anwesenden Gäste aus der Politik
und aus der Wirtschaft waren Bankvertreter, ganz, ganz wenige Politiker aus dem politischen Bereich und ansonsten ein paar Großindustrielle und natürlich an erster Stelle von der Quantität her die Medienmacht. Also diese Zusammensetzung, diese Liste der Gäste zeigt, wie die Machtstruktur in der BRD organisiert ist. Belegt hat das auch eine sogenannte kleine Anfrage der Linkspartei im Bundestag. Da hat man für eine Legislaturperiode mal gefragt, welche Lobbyvertreter denn in Berlin angeklopft haben und empfangen wurden. Und mit dem absolut größten Abstand auf Platz 1, das musste dann die Bundesregierung zugeben, war Goldman Sachs vertreten. Die haben 48 Treffen mit Regierungsvertretern gehabt. Der nächste Gast war dann mit 17 Treffen vertreten, also 48 Mal Goldman Sachs. Man ist, und allein der damalige Staatsminister im Kanzleramt, Eckhard von Kläden, hat sich 25 Mal mit dem Goldman Sachs Vertreter getroffen. Also eine auch klare Frage, wer hier wen, ich sag mal, einflüstert oder Informationen letztendlich steckt. Dass die Medienmacht und die Medien nicht nur bei dem der Geburtstagsfeier von Ackermann eine große Rolle spielen, das erfahren dann auch Leute, die an und für sich mit dem System oder vom System durchaus gelobt werden. Wir haben mit Akif Perinci einen sehr erfolgreichen Schriftsteller in der Bundesrepublik, der jetzt ein Buch geschrieben hat, was politisch nicht mehr so korrekt ist, Deutschland von Sinnen. Er ist im ZDF befragt worden und einfach ein paar kurze Auszüge eines politisch nicht korrekten, auf eine Viertelstunde angelegten Interviews, das dann während der Sendezeit auf 8 Minuten gekürzt wurde. Und dann hat das ZDF sich auch noch wirklich erblödet und hat nur einen Bruchteil seiner Antworten ins Netz gestellt. Es geht hier jetzt gar nicht so sehr um das, was er inhaltlich gesagt hat, das ist amüsant und schön, aber es ist etwas, wie, wo man sich auch die Frage stellt, wer entscheidet hinter den Kulissen? Aber es gibt gerade auch oft in der dritten Generation junge Menschen, die fühlen sich zerrissen. Die haben das Gefühl, sie sitzen kulturell und auch sprachlich zwischen allen Stühlen. Was ist denn da schiefgelaufen? Da ist gar nicht schiefgelaufen. Die fühlen sich auch gar nicht zerrissen. Sowas gibt es in Wirklichkeit nicht. Das reden sie den Deutschen nur ein. Ja, damit sie so von hinten bis vorne bedient werden. Sowas gibt's gar nicht wie eine Identität. Man ist da, wo man lebt halt. Ich meine, abgesehen davon, wenn sie sich so zerrissen fühlen, wenn sie sich hier nicht wohlfühlen, dann können sie abhauen zu ihrer Heimat wieder. Ist ganz einfach. Aber warum machen es denn die Türken, also ihre Landsleute, warum so, welchen Grund sollten die haben, es sich hier selber schwer zu machen? Ja, also da spielt die Islamisierung ja auch eine große Rolle. Mhm. Ja, das ist, also als ich nach Deutschland kam, gab es wirklich, ich schwöre es Ihnen, keine türkische Frau ist an einem Kopftuch rumgerannt. Heute rennen sie sogar mit einem Schleier durch die Gegend. Ja? Und dass man sich sowas überhaupt gefallen lässt. Ich könnte wirklich wütend werden, wenn ich mir sowas anschauen muss. Ja? Das ist so entgegengekommen. Es war ja früher so, als wir hinkamen, waren wir sozusagen für die Deutschen da. Man wollte von meinen Eltern die Arbeitskraft. Mhm. Das hat sich durch diese grün versiffte Politik, grün-rot versiffte Politik, alles umgedreht. Jetzt sind das Einwanderungsland ist jetzt für die Einwanderer da. Ja? Die nächste Stufe wird sein, dass man sie zu Heiligen oder sowas erklärt. Mhm. Ich möchte ein Deutschland haben, wo ich, in dem ich durch die Straßen gehe und mich nicht wie in Orient oder in Iran oder sowas fühle. Ja? Ich weiß nicht. Wie gesagt, wir sind hier hingekommen, weil das besser war als da, woher wir stammten. Mhm. Und ich finde das alles hier toll und ich möchte auch, dass das einen westlichen Charakter erhält. Ja, ich möchte mein altes Deutschland wieder haben und ich werde es auch bekommen.
Ein türkischer Schriftsteller mit Klartext. Spannend, wie gesagt, wir müssen gar nicht diskutieren, was er sagt und worum es inhaltlich geht, sondern das Spannende ist, während er diese Dinge formuliert, entscheiden im Hintergrund Redakteure im ZDF, dass das, was er jetzt sagt, etwas ist, was dem deutschen Zuschauer nicht zugemutet werden kann. Aus 15 Minuten werden 8 und die werden nachher nochmal zensiert. Eine spannende Frage, wer hier eigentlich an den Rädern dreht. Gehen wir in Dinge, die etwas krasser sind und etwas heftiger sind. Das nächste, was ich zeige, ist ein Clip aus dem ZDF. Da war noch Assad. Im Augenblick hat ja Putin ihm den Rang abgelaufen als Weltbösewicht des Westens. War Assad noch die Nummer eins? Und es ging um die Frage eines möglichen Krieges. Und was hier gezeigt wird, ist also eine Berichterstattung, Heute-Journal, das offiziell staatlich bezahlte Nachrichten, zweite deutsche Fernsehen, Nachrichtensender. Der Redakteur steht an der Grenze zu Syrien und berichtet über das, was dort vermeintlich passiert. Unabhängig berichtende Journalisten in Syrien gibt es überhaupt nicht mehr. An der Grenze, alle, die rauskommen aus Syrien, werden gefilzt. Man erzählt uns, dass die Kontrolleure dort jetzt in letzter Zeit besonders achten auf SIM-Karten. Das sind die kleinen Karten, diese Speicherkarten in Mobiltelefonen. Man achtet auch auf Speichersticks, also auf alles, auf dem Bilder und Filme aus dem Land herausgeschmuggelt werden könnten. Und trotzdem gelingt es immer wieder Oppositionellen, man muss sagen, unter Einsatz ihres Lebens, tatsächlich solche Bilder aus Syrien herauszuschmuggeln. Darauf sind verstörende, entsetzliche Szenen zu sehen. Man sieht Uniformierte, die Gefangene grässlich misshandeln, mit großen Keulen, an denen Nägel befestigt sind, auf sie einschlagen. Wir müssen dazu sagen, wir können nicht unabhängig kontrollieren und überprüfen, wo genau diese Videos entstanden sind, wann genau sie entstanden sind. Es ist aber jetzt das, was ihr gerade gesehen habt, völlig klar, dass es sich hier um ein Video handelt, das aus Syrien herausgeschleppt wurde, herausgeschmuggelt wurde und das die Zustände in Syrien beschreibt. Dank des Internets kamen diese Bilder Leuten bekannt vor und dank des Internets stellte sich dann heraus, dass das mit Syrien gar nichts zu tun hat, auch mit dem Jahr gar nichts zu tun hat, sondern Bilder sind von 2007, wie man hier sieht, aus dem Irak. Das heißt, wir haben hier eine, wenn man die jetzt nochmal gegenüber sieht, die alten Aufnahmen aus dem, jetzt müsste es eigentlich laufen, genau, aus dem Irak. Speicherkarten in Mobiltelefonen, man achtet auch auf Speichersticks, also auf alles, auf dem Bilder und Filme aus dem Land herausgeschmuggelt werden können. Völlig identische Aufnahmen und es ist nicht nur so, dass der Typ nicht weiß, dieser Pseudojournalist, wo das genau herkommt, sondern wenn er sich jemals darum intensiv gekümmert hätte, er natürlich hätte herausfinden können, dass das keine Aufnahmen aus dem Jahre 2012 oder 2013 von Syrien waren, sondern eben, wie gesagt, 5 Jahre älter waren. Zweites Beispiel aus dem sogenannten Qualitätsjournalismus. Wir haben jetzt zwei Anschläge, die filmisch dokumentiert werden. Da geht es einmal um das ZDF, Heute-Journal, und dann eine halbe Stunde später ARD-Tagesschau. Das heißt, im Abstand von einer halben Stunde werden diese Informationen dem Zuschauer zugemutet. Das ist also ein Anschlag in Homs. In Homs soll es erneut zu Gewalt gekommen sein. Oppositionelle veröffentlichten Videoaufnahmen, die Granatenbeschuss und Schießereien zeigten. 3 Menschen sollen getötet worden sein. So, halbe Stunde vorher berichtet das Heute. Sarah Bilder fasst zusammen, welche Informationen und Bilder bislang vorliegen. Die Botschaft der Taliban ist klar, wir sind noch... Es ist nur noch dreist, was sich diese Medien in diesem Land leisten, aber auch leisten können. Das ist eben die Frage,
wie ich damit umgehe als Konsument. Auf jeden Fall haben wir hier völlig identische Aufnahmen, die Fröhlich innerhalb von einer halben Stunde einmal nach Afghanistan, da sind es dann die bösen Taliban, und einmal nach Syrien, da ist es das böse Assad-Regime, hintransportiert werden. Ob das eine oder das andere stimmt, will ich mal völlig offen lassen. Wundern würde es mich nicht, wenn sich herausstellt, dass diese Aufnahmen ganz woanders herstammen. Wir alle erinnern uns, ich bleibe noch ganz kurz bei dem Thema Syrien, an den furchtbaren, grausamen Giftgasangriff in der Nähe von Damaskus, bei dem etwa 1500 Menschen umgebracht wurden. Und auch da konnte man natürlich, das war so der Anstoß, um zu sagen, jetzt muss aber wirklich was passieren, jetzt muss diesem Massenmörder in Damaskus das Handwerk gelegt werden, und vor wenigen Wochen konnte man dann nachlesen, dass der amerikanische Enthüllungsjournalist Samuel Hersh mit besten Verbindungen zu den Geheimdiensten in den USA herausgefunden hat, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das ein Anschlag der Türkei gewesen ist, um auf die Art und Weise Obama dazu zu bringen, militärisch loszuschlagen. Die Türkei hat imperialistische Ansprüche und Gelüste, was Syrien betrifft, und möchte hier gerne sich eine Scheibe von dem Kuchen, wenn denn das Land zerschlagen ist, abschneiden. Etwas, was nie zur Kenntnis genommen wurde in den Medien. Man hat Assad das in die Schuhe geschoben, und als dann andere Informationen ans Tageslicht kamen, keine Information über dieses Thema. Springen wir in das Jahr 2014, springen wir jetzt ganz aktuell, das ZDF, 24. Mai, also im Prinzip wenige Wochen alt, eine Demonstration in der Ostukraine, in Donetsk. Da ging es um, so das Heute-Journal, um eine Großdemo gegen Separatismus. Massen von Zehntausenden auf den Straßen und im Fußballstadion. Großveranstaltung, ein Milliardär ruft eben auf zur Unabhängigkeit und zur territorialen Integrität von der Ukraine in ihren jetzigen Grenzen. Die Aufnahmen, die wir sehen, schwenken fahnende Menschen, das ist leider nicht dabei, schwenkende fahnende Menschen im Fußballstadion und dicht beieinander sitzen und dort dann eben auf einer Großleinwand der Milliardär, der dann eine Ansprache zu hält. Das Ganze ist mitgefilmt worden von einem Handy aus, und man sieht dann dieselben Bilder in einem menschenleeren Stadion, wo in eine Gruppe an einer einzigen Ecke, aufgebaut mit 10, 15 Kameras, 100 Leute sitzen, das ist wirklich die Obergrenze, und dort Fahnen schwenken, in der Mitte dieses Großvideo, und die dann, nachdem die Filmaufnahmen gemacht sind, auch die Fahnen so auf die Schulter nehmen und wieder aus dem Stadion rausgehen. Keine 10.000, keine 1.000, keine 500, eine kleine, bezahlte, gekaufte Gruppe, die von dem Heute-Journal bei uns als eine Massendemonstration gegen die sogenannten Separatisten in der Ostukraine ins Feld gebracht wird. Ganz bewusste Fälschung, und natürlich kann jeder Journalist, vor allen Dingen mit den Milliarden, die über das öffentlich-rechtliche Fernsehen verfügt, diese Dinge sauber durchrecherchieren. Hier wird öffentlich-rechtlicher Journalismus zum Propaganda-Instrument, zur Kriegspropaganda von NATO und EU, und hat mit Aufklärung, hat mit Information, hat mit Wahrheit nicht das Geringste zu tun. 4 Tage später, nächstes Beispiel, Hubschrauberabschuss in der Ukraine. Diesmal wieder die Tagesschau, die wechseln sich in ihrer Lügenpropaganda munter ab. 17.30 Uhr bekam man eine Information über einen Hubschrauberabsturz bei Slawiansk in der Ostukraine. O-Ton, das sollen Bilder sein, die einen heute von Separatisten abgeschossenen Militärhubschrauber zeigen, abgestürzt in Slawiansk, einer Hochburg der Separatisten. 12 Soldaten, darunter ein General, kamen dabei ums Leben. Interessant ist die Formulierung, das sollen Bilder sein. Da würde man
wenn man inzwischen weiß, wie die Medien arbeiten, anfangen nachdenklich zu werden. Aber natürlich ist der Eindruck, der ausgedrückt werden soll und erweckt werden soll, der, dass es hier um Ostukraine geht und dass es hier darum geht, dass ein Hubschrauber von den sogenannten Separatisten abgeschossen wurde. Diese Geschichte ist insofern so dreist, als diese Bilder des niedergehenden und abstürzenden Hubschraubers nur unter der Manipulation des Originaltons möglich waren. Denn während der abstürzt, hören wir, den sehen wir noch, das noch nicht, der kommt aus dem Off, hören wir einen Syrer Allahu Akbar schreien wie ein Irrer, weil er sich wahnsinnig darüber freut, dass eben dieser syrische Hubschrauber abgeschossen wurde. Auch das hat natürlich mit der Ukraine nichts zu tun. Es ist Syrien und in dem Moment, wo der Hubschrauber niedersinkt, springt der ins Bild. Das heißt, wir haben hier einen ganz sauberen Schnitt im Bild, kurz vorher auf der Tagesschau-Schiene erleben müssen, damit eben genau das nicht als Fälschung, als plumpeste Fälschung sich offenbart. Und der Ton musste vorher schon weggenommen werden, weil es sonst deutlich gewesen wäre, dass der ukrainische Separatist nicht Allah Akbar vor Begeisterung schreit, während ein ukrainischer Hubschrauber niedergeht. Es ist also, John Swinton, der Chefredakteur der New York Times, hat das mal so schön formuliert, es ist das Geschäft der Journalisten, die Wahrheit zu zerstören und unumwunden zu lügen. Und er hat dann noch hinzugefügt, woher die Befehle kommen. Wir sind die Werkzeuge und Vasallen der reichen Männer hinter der Szene. Wir sind intellektuelle Prostituierte. John Swinton, 1880 bei seiner Verabschiedung als ehemaliger Chefredakteur der New York Times. Wie sowas denn dann konkret funktioniert, auch in der Zeit, dass man in der Tat den Eindruck hat, hier hat sich nichts geändert, zeigt diese Chat-Eintragung bei NTV, einem BRD-Nachrichtensender, bei N24, der zur ProSieben-Gruppe gehört. Liebe Nutzer, bitte halten Sie sich beim Verfassen von Kommentaren an unsere Nutzungsbedingungen. N24 duldet keine pro-russischen bzw. anti-amerikanischen Kommentare. Diese werden unverzüglich von uns entfernt. Als N24 auf dieses Thema angesprochen wurde, hatte man gesagt, nein, 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 das ist ein Fake, das stammt nicht von uns. Es hat sich dann jemand mal intensiv, ich will das abkürzen, ich will dieses Dementi mit reinbauen und auch das Verlogen an diesem Dementi, dann die Mühe gemacht, um sich mit der Kennerbezeichnung N24-Redaktion anzumelden. Alles, was mit N24 unterstrich und wie auch immer hätte als Passwort oder als Nutzername eines Anmeldungsversuches, ist gescheitert. N23-Redaktion geht, N24-Redaktion geht nicht. Also es muss eine hausinterne Geschichte sein, die dann vielleicht etwas übereifrig, aber eben deutlich macht, wie dieses Land gestrickt ist. Ich komme auf diese Thematik noch zu sprechen. Ein weiterer Punkt, der auch ganz, ganz aktuell vor kurzem zum Tragen kam, als aus den Vereinigten Staaten eine Beraterin, eine Terrorismusberaterin von Obama bestätigt hat, dass die durchgeführten Scheinimpfaktionen der USA in Ländern der Dritten Welt durchgeführt wurden, um sich widerrechtlich DNA-Material flächendeckend anzueignen. Das heißt, man hat die Leute geimpft, gleichzeitig aber DNA-Material geholt und da ein flächendeckendes Screening gemacht. Und diese DNA wurde dann angeblich genutzt, um Terroristen zu lokalisieren und zu töten. Das Spannende bei dieser Geschichte ist wieder die Machthierarchie, die dahinter steht. Also Ärzte der Dritten Welt werden instrumentalisiert von der WHO. Die WHO ist nichts anderes als eine offensichtlich politische, machtmäßige Prostituierte der CIA. Denn bei diesen ganzen Impfaktionen der WHO ist also die CIA von Anfang an beteiligt und sammelt illegal DNA-Material. Und
die Mitteilung, die diese Obama-Terrorismusberaterin Lisa Monaco vorgetragen hat, wurde zuerst veröffentlicht, nicht von der CIA, nicht von der amerikanischen Regierung, sondern von dem Council of Foreign Relations. Da ist diese Ursprungsmeldung zum ersten Mal informiert worden. Also in der Kaskade der Macht haben wir den einfachen Arzt, der nicht weiß, was er für die WHO tut, die WHO, die entweder weiß oder auch nicht weiß, in der Spitze sicherlich weiß, dass sie einen Job der CIA macht, und die CIA, die letztendlich eine Information breitgeben muss, die dann wiederum von dem eigentlichen Auftraggeber, dem Council of Foreign Relations, veröffentlicht und an den Tag gebracht wird. Also hier sieht man auch, wie letztendlich Machtstrukturen funktionieren. Und bei dem Thema CFR sind wir natürlich wieder genau bei den Club, den William Engdahl rausgefunden hat. Das sind die Gründer und Geldgeber solcher Finanzgruppierungen da im Hintergrund. Aktuell, wir haben das schon gesehen, ist das Thema Krim-Krise etwas, und Ukraine, was uns im Augenblick befasst und beschäftigt. Ich will auf die Details nicht eingehen. Ich möchte ein Zitat eines Politikers, der hier durch den EU-Wahlkampf eine gewisse Bekanntheit bekommen hat und der sich mit dieser Thematik kurz befasst, ansprechen. Er hat das vom Bayerischen Landtag, hat er doch eine Rede gehalten. Auf die Krim schauen, sieht man, was passiert, wenn das Recht des Stärkeren herrscht. Eine völlige Verdrehung der Tatsachen, eine völlige Verdrehung der Fakten. Es hat auf der Krim-Krise nicht das Recht des Stärkeren, sondern das, was sich dieser Biedermann-Faschist vorstellt, das wäre das Recht der Stärkeren gewesen, nämlich die Russen auf der Krim von ihrem Selbstbestimmungsrecht der Völker, ihrem Urrecht, ihrem Naturrecht abzuhalten. Karl Albrecht Schachtschneider, unser gemeinsamer Kollege aus der Wissensmanufaktur von Andreas Popp, hat das sehr sauber und sehr schön analysiert. Und ich will das nur einfach nochmal von der völkerrechtlichen Seite ganz kurz sagen. Das Selbstbestimmungsrecht der Bürger der Krim kann durch völkerrechtliche Verträge oder die Verfassung der Ukraine nicht aufgehoben werden. Die Krim hatte und hat als autonome Republik jedes Recht, einen eigenen Weg zu gehen und sich von der Ukraine zu separieren. Die Hilfestellung Russlands beim Sezessionsprozess der Krim war verhältnismäßig und kein Verstoß gegen das Völkerrecht. Er hat das sehr kundig, wie immer bei ihm, ausgeführt und insofern eine völlig klare Aussage. Und wenn Schulz hier sagt, das ist das Recht des Stärkeren, dann ist nur das Recht der Stärkeren, was er in diese Richtung oder was die Biedermann-Faschisten in Brüssel für das Recht des Stärkeren halten. Da kommt in der Tat ein neuer mentaler Totalitarismus zum Tragen, der, und das ist der nächste Clip, ist meiner Lieblingsclips, die es überhaupt gibt, ein Statement des amerikanischen US-Außenministers Kerry, der sich empört über das, was gerade passiert, zeigt. Und hören wir uns das gerade mal an. Es gehört sich nicht, in ein Land mit vorgehaltener Waffe einzumarschieren und deinen Willen durchzusetzen. So darf sich eine G8-Großmacht im 21. Jahrhundert nicht verhalten. Das ist keine Comedy. Der Typ meint das wirklich so. Das ist wirklich keine Comedy. Ich meine, nur so ein paar Eckpunkte. Die USA ist heute stationiert in 155 Ländern der Welt ohne die USA selber. Und sie hat in wahrscheinlich keinem einzigen Fall, ich habe jetzt die 155 nicht durchrecherchieren können, aber wahrscheinlich in keinem einzigen Fall die Menschen dort wirklich gefragt, ob sie damit einverstanden sind. Wenn man in der BRD die Menschen fragt, ob wir die amerikanische Hochrüstung inklusive unglaublich vieler atomarer Waffen auf deutschem Boden haben wollen, wird die Mehrheit der Menschen ein klares Nein sagen. Raus mit diesem Dreck und raus mit diesem Müll und raus mit diesen Soldaten ist mit Sicherheit ein Mehrheitsvotum. Aber gefragt werden wir nicht. Also das Interessante ist, dass das, was dieses Land jeden Tag
im Augenblick auch wieder an mehreren Kriegsschauplätzen parallel tut. Wie gesagt, mit 155 Stationierungstruppen in verschiedenen Ländern weltweit. Weltimperialist Nummer 1 ist etwas, was er wirklich so meint, dass das, was in der Ukraine passiert ist, wo ja niemand mit einer vorgehaltenen Waffe reinmarschiert ist, also das Bild ist ja auch nochmal falsch, aber etwas ist, was sich nicht gehört. Und er sieht den Spiegel gar nicht, der ihm von allen Seiten entgegenspringt und sagt, sag mal, ist das eigentlich etwas, was ihr nicht jeden Tag tut? Und auch die Medien bei uns sind nicht in der Lage oder nicht willens in der Lage sind, wären sie das schon, nicht willens, diese Haltung zu hinterfragen und herzugehen und zu sagen, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass das, was in Irak gemacht wurde, in Afghanistan gemacht wurde, in Bosnien gemacht wurde, in Libyen gemacht wurde, was dort an einem millionenfachen Massenmord passiert, etwas ist, was immer, weil es die Guten tun, gut ist. Und das ist das Gefährliche. Das ist das Gefährliche, was wir heute auch schon gehört haben, dass wir es hier mit einem niedergehenden Imperialismus zu tun haben, der zutiefst, und das ist das Ernste an dieser Comedy-Geschichte an sich, dass der zutiefst davon überzeugt ist, dass egal welches Verbrechen der Westen tut, dieses Verbrechen auch in Ordnung ist und im Namen von Frieden, Freiheit und was auch immer für Sprechblasen dargestellt wird und verkauft wird. Das ist das Gefährliche, weil es eine Selbstreflexion ob des eigenen Verhaltens in diesem Zusammenhang nicht gibt. Und einer der wenigen ehemaligen Politiker, die das ausgesprochen haben, ist Jürgen Totenhöfer, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter, anschließend Vizechef von Burda, also einem großen Medienkonzern in der BRD und ein Querdenker und Quergeist und sehr mutiger Mann sein ganzes Leben lang, auch schon als Einzelkämpfer bei der CDU. Es gibt ja immer wieder mal selbst in Parlamenten den einen oder anderen Lichtblick im Bundestag, und er hat auf eine Rede an Obama, die Obama in Brüssel gehalten hat, dann ihm in seinem Facebook-Account öffentlich geschrieben: Waren Sie bei Ihrer Rede am 26. März in Brüssel übermüdet, betrunken oder unter Drogen, als Sie sagten, der Überfall Ihres Landes auf Irak sei nicht so schlimm wie die Annexion der Krim durch Russland? Haben Sie vergessen, dass die USA im Irak durch ihren völkerrechtswidrigen Lügenkrieg über eine halbe Million Menschen, in Wirklichkeit sind es anderthalb inzwischen, ermordeten und das Land zu einer traumatisierten Anarchie zusammenbombten? Fassungslos macht auch ihre Behauptung, die USA hätten den Irakern ihr Land ja wieder zurückgegeben. Im Augenblick sind sie dann wieder dabei, es ihnen wieder zu nehmen, wenn sie dann den nächsten Krieg anfangen. Mit fast denselben Worten pflegten sich nach dem Zweiten Weltkrieg Massenvergewaltiger vor Kriegsgerichten zu entschuldigen. Sie hätten die geschändeten Mädchen und Frauen ihren Familien zurückgegeben. Schämen Sie sich nie. Das ist aus dem Mund eines deutschen, ehemaligen deutschen Politikers ein ganz erstaunlicher Text, den man sich wünscht von einer Kanzlerin, anstatt eben einen solchen Kriegsverbrecher wie Obama zu hofieren und ihm nach dem Mund zu reden, sondern einfach mal Klartext zu reden. Die nächste Grafik ist nochmal im Zusammenhang mit eben der Politik und dem Versuch, permanent, ich sag mal, den Russland als Kriegsherd und als Kriegsgrund zu thematisieren, ist nicht ganz ernst gemeint. Russland will den Krieg, denn man sieht, wie dicht sie ihr Land an die militärischen Basen der NATO und des Westens gelegt haben. Wenn man sich also diese Karte mal anschaut, ein wundervolles Beispiel, wer hier wen einkreist, wer der Imperialist ist. Ich habe vorhin von 155 Ländern gesprochen, in denen die entsprechenden Truppen stationiert sind. Hier sehen wir mal auf dieser Karte, was Sache ist, und es gibt auf der anderen Seite, wenn man jetzt die Fähnchen rumdrehen wollte, keine Karte, die vergleichbar, also keine Karte, in der russische Truppen in dieser Art und Weise disloziert wären. Also es ist völlig klar, um wo es bei diesem Thema geht. Das, was wir im Augenblick erleben, bitte? Muss ich die Quelle nachgucken? Habe ich jetzt
Aber wenn man Russia Wants War im Netz eingibt, gibt es auch die konkrete Quelle. Habe ich jetzt nicht dabei. Das, was wir im Augenblick erleben, und das macht die Sache eben so problematisch, ist eine antirussische Politik, die wir in der Bundesrepublik erleben, die Züge auch von Volksverhetzung trägt. Wir haben bei uns im Strafgesetzbuch Paragraph 130, wenn ein Schäuble Putin mit Hitler vergleicht, sind wir in dem Bereich, wo Volksverhetzung stattfindet, wenn ZDF eine Kindersendung macht über die bösen Russen und den bösen Putin, geht das in dieselbe Richtung hier. Wenn wir denn eine unabhängige Justiz hätten, sollten längst Staatsanwälte tätig geworden sein, um deutlich zu machen, dass das etwas ist, was mindestens mal einen berechtigten Anfangsverdacht nach sich ziehen müsste, ob hier Strafgesetzbuch 130 verletzt wird. Natürlich findet sowas nicht statt, weil wir eben keine unabhängige Justiz haben. Wir haben konkrete, ich sag mal, Kriegsvorbereitungshetze, ob das die Kanzlerdarstellerin ist, ob das der Finanzministerdarsteller ist oder ob das die kann man schon gar nicht mehr als Verteidigungsministerin oder Verteidigungsministerin Darstellerin bezeichnen, sondern das geht schon in Richtung Kriegsminister von der Leyen ist und der den Bock schießt im Augenblick unser Bundespräsident ab, der schon auf der Münchner sogenannten Sicherheitskonferenz sich für ein stärkeres Engagement der BRD auch bei Waffengängen ausgesprochen hat. Und er hat jetzt gerade, das ist nicht einmal eine Woche her, letzten Sonntag, eine Rede gehalten, ein Interview gegeben im Deutschlandfunk und hat dort nochmal ausgeführt, dass es darum geht, im Verbund mit denen, die in der Europäischen Union oder der NATO mit uns zusammengehen, ein Ja zu einer aktiven Teilnahme an Konfliktlösungen in größerem Rahmen. Und in diesem Kampf für Menschenrechte ist es manchmal erforderlich, auch zu den Waffen zu greifen. Also er hat noch einmal das Engagement der BRD, auch militärisch über die Grenzen hinauszugehen, ausgesprochen. Das ist krass verfassungswidrig. Wir haben einen Artikel 87 Grundgesetz, wobei mir die Problematisierung und das Problematische des sich Beziehens auf diese juristischen Strukturen völlig klar ist. Das müssen wir hier nicht diskutieren. Rein von der Theorie her haben wir eben diesen 87a Grundgesetz. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Uns hat weder der Irak angegriffen, noch Libyen angegriffen, noch Afghanistan angegriffen, noch die Ukraine angegriffen, noch Krim oder sonst irgendjemand. Also all diese Aktivitäten sind krass verfassungswidrig, krass grundgesetzwidrig. Und dass wir einen ehemaligen Pfarrer jetzt als Bundespräsidentendarsteller haben, ist wirklich dem Bock zum Gärtner, dass der die Verfassung bricht und hier als Kriegspräsident jemand ist, der der Bundeswehr das Wort redet, sich militärisch zu engagieren. Das wäre genau das Gegenteil, mäßigend auf die Politik einzuwirken. Das wäre sein Job, das wäre seine vom Grundgesetz vorgesehene Aufgabe, und nicht hier noch den Kriegspräsidenten zu spielen. Er muss nicht losgehen, das ist wie Andreas Popp immer so schön sagt, alte Männer erklären den Krieg, junge Männer müssen sterben. Und das haben wir hier genauso. Und wenn das von einem Pfarrer ausgeht, ist das in besonderer Weise widerlich. Und es wird dringend Zeit, dass dieser Kerl zurücktritt. Nicht ganz ernst gemeint, der nächste Clip, wenn wir uns ansehen, was der Westen mit seiner Politik, Jürgen Totenhöfer hat das so schön formuliert, das Land wirklich zurückbomben in die Steinzeit im Zusammenhang mit dem Irak, was wir da anrichten, dann ist so dieses Planerische, dieses Vorgehen etwas, was wir uns in dem folgenden Clip ansehen können. Wie gesagt, nicht ganz ernst gemeint, aber es ist eine schöne Zusammenfassung der Politik und des Ergebnisses dessen, wie der... Hey, nee, yo, bite the fucking color, bite. Hey, because, no. Come on, John, hop. You win. Double LR, you win.
Manchmal hat man den Eindruck, dass das wirklich so von der Weitsicht und der Planung genau das ist, was wie der Westen hier ein Land nach dem anderen ruiniert. Bei der Frage, das ist ja die Überschrift gewesen, und dass die Überschrift, es geht ja um die Frage der Macht und die Frage auch, wozu soll das Ganze gut sein? Warum finden solche Dinge statt? Warum sind werden solche Strukturen geschaffen? Gibt es da irgendeinen Plan? Gibt es irgendetwas, was letztendlich dahinter steht? Die Anfangszitate von Jefferson, von Lincoln, von Marx deuten in die Richtung, es geht um Umverteilung, es geht um letztendlich die Akkumulation immer größeren Reichtums und die Pauperisierung, würde Marx gesagt haben, oder hat er gesagt, der Massen auf der anderen Seite. Und auch da nur ein paar ganz wenige Stichworte, weil ich auch hier nicht in die Details reingehen kann. Die Problematik der Sicherheit beispielsweise unserer Sparguthaben. Die EU will an diese Sparguthaben von uns allen ran. Und am 27. Januar 2014, also in diesem Jahr, hat die Bundesbank auch dann der Zwangsabgabe auf Sparguthaben innerhalb der BRD zugestimmt. Aber letztendlich geht es natürlich auch darüber hinaus. Hier wird also eine dem IWF folgende Zwangsabgabe erstmal von 10%. Letztendlich ist das nötig, was man nachher braucht. Wenn es 50% sind, die nötig sind, werden auch 50% genommen. Das heißt, hier gibt es den Zugriff auf das, was wir alle, wenn wir denn noch Sparguthaben haben, uns für später, für das Alter zurückgelegt haben. Und hier geht es eben um den nächsten Schritt der Enteignung. Und das, was in Brüssel geplant wird, geht genau in diese Richtung. Also diese Umverteilung, dass uns der Masse der Menschen, der Mehrheit, immer mehr weggenommen, immer mehr umverteilt wird, ist sicherlich eine Überschrift, die man bei so einer solchen Meldung dann wieder mal, aha, klar, der nächste Schritt in diesem Plan. Ein weiterer Schritt, der ebenfalls ganz aktuell ist, zunächst wurde noch im Zusammenhang mit den Herkunftslabels, das ist ja für das Made in Germany ein ganz wichtiges für die Qualitätsauszeichnung der Produkte, die eben, ich sage jetzt mal, aus Deutschland stammen. Das ist ein ganz, ganz weites Feld, das ist völlig klar, aber zumindest dieses Label ist ganz wichtig. 28. August 2013, klare, entrüstetes Dementi der EU-Kommission, Made in Germany nicht in Gefahr. Die EU-Kommission weist jeden Bericht über angeblich die von ihr geplante Einschränkung bei der Verwendung dieses Labels zurück. April 2014 ist es faktisch abgeschafft worden. Es gibt es jetzt in dieser Form nicht mehr. Es ist jetzt entscheidend, wo der letzte Arbeitsschritt gemacht wurde, was damit dieses Label als Herkunftslabel völlig wertlos macht. Es ist faktisch abgeschafft. Also zwischen dem Dementi im August 2013 und der faktischen Abschaffung in 2014 im April liegen wenige Monate, wo dann wieder mal Brüssel der Lüge überführt wurde. Angesprochen werden muss in dem Zusammenhang auch TAFTA, ein ganz wichtiges Instrument des Zugriffs auf kommunale und staatliche Einrichtungen, Dinge, die dem Volk an sich, den Menschen gehören, das sogenannte transatlantische Freihandelsabkommen. Hier gibt es von dem weiteren Kollegen Wolfgang Berger einen exzellenten Artikel auf der Seite der Wissensmanufaktur, der sich mit genau diesem Thema befasst und den Zugriff dieses Freihandelsabkommen, was also mit Freiheit natürlich nicht das Geringste zu tun hat, sondern es ist ein Machtergreifungsabkommen des großen Geldes und es ist ein Enteignungsabkommen, was es in der Auswirkung letztendlich ist. Man kann eben in den einzelnen Ländern, auch wenn die dortige Gesetzgebung, auch wenn der dortige Mehrheitswillen, auch wenn der dortige Parlamentswillen, selbst dieser konträr liefe, beispielsweise Gentechnikprodukte erzielen,
erzwingen, weil sie ja in der Behinderung den freien Handel behinderten. Also insofern kann man dann verhindern und erzwingen, dass diese in den entsprechenden Ländern umgesetzt werden. Man kann die Privatisierung der Wasserversorgung erzwingen, man kann den regionalen Flächennutzungsplan definieren, weil alles das, was dort irgendjemanden aus der ganz großen Geldschiene stört, eben dem Freihandel zuwiderspricht. Man kann Fracking erzwingen und, und. Also wie gesagt, ich empfehle die Ausführung von Wolfgang Berger in dem Zusammenhang. Da ist alles Wesentliche zu diesem Thema gesagt worden. Insofern haben wir hier einfach nur wieder drei kleine Beispiele, die deutlich machen, dass es um Umverteilung geht, es um Ausbeutung geht und es um Gier auf der anderen Seite und Akkumulation von immer mehr Eigentum letztendlich gehen soll. Und das, was ich, und damit komme ich zum Schluss, und das, was ich für jemanden, der so ein bisschen wie mir als Historiker sich die, ja, ich sag mal, letzten 100 oder 150 Jahre Revue passieren lässt, dann die Frage stellt, ist, ob wir nicht ganz dringend eine grundsätzliche Überprüfung, und insofern ist die Krim-Krise, ist das Thema Ukraine, ist die Diskussion jetzt unserer Positionierung Russland gegenüber ein ganz besonderer Wink der Geschichte, ob es nicht nötig wäre, mal hier grundsätzlich drüber nachzudenken, ob unsere Positionierung, und das gilt jetzt für euch hier wie für uns in der BRD gleichermaßen, in einer völligen Abhängigkeit und sklavischen Hörigkeit an der Seite des Westens einer Überprüfung bedürfte. Es gibt das interessante Zitat von Churchill im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, dass er gesagt hat, dass es sei deswegen nötig gewesen, liest man natürlich nicht in BRD-Geschichtsbüchern, das ist klar, aber es sei deswegen nötig gewesen, dieser Erste Weltkrieg, weil die Wirtschaftserfolge des 1871 gegründeten Kaiserreiches ohne den Finanzplatz London stattgefunden haben. Eine hochinteressante Aussage von Churchill, die deutlich macht, auf der einen Seite, welche Bedeutung für die britische Regierung, er ist ja Marineminister zu dem Zeitpunkt, dann also beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges gewesen, später Premierminister, also für die politisch Verantwortlichen eben der Finanzplatz London, die City of London, wirklich in der Befehlshierarchie sind. Man muss eben aus britischer, aus Churchills Sicht offensichtlich einen Ersten Weltkrieg vom Zaun treten oder dafür sorgen, dass das Ganze in diese Richtung läuft, weil eben bestimmte politische, ökonomische Entwicklungen stattgefunden haben, ohne dass der heilige Finanzplatz London dort partizipiert hätte. Eine hochinteressante Aussage. Und wenn wir uns dann ansehen, wie am Ende ein Ausplünderungs mit dem Diktat von Versailles ein Ausplünderungsplan stattgefunden und umgesetzt wurde, wo dann also fast ein Jahrhundert die letzten Raten abgezahlt werden musste für, also noch die Vereinigte BRD hat letzte Raten für die Reparationsleistungen für das Versailler Diktat abbezahlen müssten. Also wie hier ein Ausplünderungsvertrag stattgefunden hatte, wie Völkerrecht mit Füßen getreten wurden, Demontagen und. All das etwas gewesen ist, was immer vom Westen passiert ist. Es hat die Weimarer Republik, die junge Demokratie, nicht so sehr beschädigt wie genau dieser Vertrag. Und es war nicht das bolschewistische Russland, es war nicht Lenin, der diese Dinge der Weimarer Republik angetan hat und letztendlich diese junge Demokratie in den Faschismus getrieben hat, sondern es war der Westen, der das gemacht hat. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges dann das Ganze noch mal gründlicher mit Einbindung der jungen BRD dann auch in dieses NATO-Bündnis gegen den Willen des Volkes natürlich. Also auch hier haben wir einen roten Faden, wo die Anlehnung an den Westen an und für sich und ehrlicherweise immer nur schädlich gewesen ist. Und ein ganz interessanter
Aspekt in dem Zusammenhang ist die Frage oder ist das Zitat von Mitterrand. Ihr erinnert euch, diese kitschige Händchenhalten-Geschichte in Verdun mit Helmut Kohl. Das ist so das, was dann in den Medien gebracht wird, was die Medien zum Ausdruck bringen sollen und wo dann Tränen verdrückt werden. Mitterrand hat glasklar gesagt, Maastricht ist Versailles ohne Krieg. Wenn man also weiß, was dieses Diktat von Versailles an Ausplünderung, an Not, an Armut, an auch 1,5 Millionen Hungertoten, all diese Dinge hängen ganz krass damit zusammen. All das ist Versailles und Maastricht ist Versailles ohne Krieg. Und Lissabon, wenn man so will, ist dann ein Super-Versailles. Also diese Ausplünderung und Ausbeutung ist etwas, was offensichtlich weitergeht. Heute ist eben Brüssel für diese Dinge zuständig. Und wenn wir TAFTA uns ansehen und wenn wir uns die Sparguthaben, wenn wir ESM ansehen, ESFS, all diese Ausplünderungs- und Umschichtungsmaßnahmen, dann wird wieder deutlich, dass man ganz dringend sich überlegen muss, brauchen wir hier nicht einen Kurswechsel? Und ich weiß, dass ich für diese Aussage vor Jahren und Jahrzehnten in dem Fall schon geprügelt wurde. Ich sehe die, und das ist das Gute an der jetzigen Entwicklung, dass die ein solches Bündnis eben nur in einer fairen Kooperation und Partnerschaft mit Russland zu sehen ist. Und insofern ist das etwas, was im Augenblick diskutiert werden soll und auch etwas, was diskutiert wird. Montagsdemos ist ein solches Beispiel, dass dort Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit thematisiert werden. Nicht Völkerhass gegen die Russen, sondern Freundschaft mit allen Völkern, natürlich auch mit dem russischen Volk. Und wir sehen bei den Montagsdemos und auch an der verbiesterten Reaktion der Massenmedien in dem Zusammenhang, an der Diffamierung, dass ganz offensichtlich hier etwas ganz Furchtbares aus der Sicht des Systems passiert. Die Menschen stehen auf, die Menschen artikulieren ihren Willen ohne Parteien, ohne irgendwelches Schubladen rechts, links, oben, unten, hinten, vorne gedönst, sondern sie artikulieren ihre Positionen als Bürger, als Menschen, die Angst um den Frieden, Angst um den Frieden haben, sich für den Frieden einsetzen, die nicht gegen irgendjemand sind, sondern eben für den Frieden, für eine humanere und eine nachhaltige, eine positive Zukunft auch für die nächsten Generationen. Das ist etwas, was sehr positiv und sehr schön ist und was ganz offensichtlich in das jetzige System nicht hineinpasst. Also die Analyse ist insofern völlig klar bei der Frage, alle Macht geht vom Volk aus, wie es im Grundgesetz formuliert wird, kann man nur als Befund in allen Bereichen komplette Fehlanzeige feststellen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kein Grund zu Pessimismus und kein Grund zu sagen, das ist alles ganz furchtbar, sondern wir sind die 99%. Und diese 99% fangen sich an zu artikulieren in über 100 Städten inzwischen, lassen sich auch nicht beeinträchtigen und beeinflussen von einer Medienmacht, die dieses als Lohnschreiber des Kapitals und Büttel des Kapitals eben verdreht und alles Mögliche darstellt und behauptet. Jürgen Elsässer hat das jetzt gerade durchexerziert und hat es sehr schön durchexerziert. Diese Möchtegern-Politikerin Jutta von Dietfurt, die ihn verleumdet hat, muss jetzt 250.000 Euro bezahlen, wenn sie diese Aussage noch einmal wiederholt. Jetzt weint sie in ihrer Internetseite, bittet um... bittet um Spenden, das ist wirklich die verbliebenen Facebook-Freunde da, jetzt winselt sie, sie möchte Belege haben, erst verleumdet sie, dann will sie Belege haben und jetzt braucht sie Kohle, um den Anwalt zu bezahlen. Ich meine, sie ist ordentliche Politikerin, hat ein ordentliches Auskommen, das sollte sie sich halt vorher überlegen, aber wie auch immer. Marx hat das so schön gesagt, je mehr Dämme ihr der Wahrheit entgegenwerft, eine umso tüchtigere Wahrheit erhaltet ihr, immer zugedämmt. Weiter so, Frau von Dietfurt, das ist alles völlig in Ordnung. Es wird nichts nutzen, denn im Unterschied, wie gesagt, zu
ihrer Lohnschreibertätigkeit des großen Geldes sind die Massen eben auf der anderen Seite, und die Menschen beurteilen das in der Tat alles korrekt und richtig. Und wir können, und das ist mein Schlusswort, und wir können, das haben wir im Fall Syrien gezeigt, wir die 99%, dadurch, dass wir, man muss sich das vorstellen, der Weltimperialist Nummer 1, die Vereinigten Staaten, mit ihrer Präsidentenmarionette haben den Kongress versucht, weich zu klopfen, um Krieg gegen Syrien zu veranstalten. Wenn das, was Hirsch sagt, stimmt, haben die Türken noch die Vorlage geliefert und haben mal eben 1500 Leute ermordet, damit Obama endlich einen Grund hat. Und die Generalität der Vereinigten Staaten hat zum ersten Mal in der Geschichte der USA Nein gesagt. Zum ersten Mal Nein gesagt. Und vorausgegangen war ein weltweit sehr stiller, aber ein weltweites Besetzen des morphischen Feldes des Friedens für diese Region. Hier haben, ohne dass das groß plakatiert werden musste, fanden hier Gebete statt, da Demonstrationen, da Mahnwachen statt. Auf der ganzen Welt haben wir es mit diesen 99% geschafft, den Kriegstreibern das Handwerk zu legen. Und das ist dann in der Tat so. Hier kann man dann sagen, doch, alle Macht geht vom Volke aus.